Hallo. Hallo, willkommen am Konnichiwa, meine kleinen großen Motherfucker. Zu die Verfolgung der verwesenen Überreste des sterbenden Lichts. Folge 136 und Story Folge 5. Warum ich nicht direkt auf Fortfahren gedrückt habe, sondern ich wollte hier auch spielen gucken. Aha, Kampagne spielen und so Verlängerung. Das kann man dann umschalten, gut. Und wenn ich das Spiel, also so Verlängerung fertig habe, wollte ich ja wegen den Dokumenten gucken. Gut, machen wir auf Fortfahren. Ich habe das letzte Mal aufgenommen habe ich vor 10 Tagen, also vor 9 Tagen war das letzte Video oben. Und ich erinnere mich noch, dass wir bei diesem Haus waren mit dem Doktor, ne? Da sind wir stehen geblieben. Ah, steht da auch. Der alte Mann und das Meer. Ich habe Altila gefunden in seinem Haus, war kein Strom. Was? Er saß da drin im Dunkeln, voll wie eine Hobitze. Ah, er ist deprimiert, weil er Krebs hat und sterben wird und weil er bei seiner Forschung nicht weiterkommt. Ich sagte, ich würde ihm helfen, aber zuerst muss ich die Stromversorgung wiederherstellen. Genau, da waren wir. Machen wir erst die Stromversorgung an. Ich wollte ja hier auch noch wer ist es nochmal? Ich wollte ja noch alles durchgucken. Scheiße, es ist Nacht, ne? Yep. Naja, geht halt nicht anders. Wo kommt man hier nochmal raus? Hast du wieder dein Blatt like, ja? Ja, ich weiß, vor 9 Tagen. Hey, Moment. Habe ich das letzte Mal auch genommen? Ich weiß. Ich weiß, was ihr denkt. Warum macht er den Scheiß nicht fertig? Will ich ja. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es heute ja durch. Wenn nicht, dann nehme ich morgen noch 2 Folgen auf und gucken dann. Oh ne, dein Ernst. Der nächste war hier drinnen, glaube ich. Ist der auf einmal da? Also hier geht das Kabel rein. Genau. Ah, hier war das. Hui. Ne, auch nicht. Komm, lass mal reden. Ja, das ist ganz schön viel, ne? Okay, das wär's. Hier?
Oder waren das alle Omo-Scheiße? Es war doch hier oder nicht? Ah ja. So, jetzt hier. Ja, ich weiß immer noch, wie das Spiel funktioniert. Was gibt's Neues? Ich habe mir alle da auch noch hoch, ja. Wir haben alle Mission Impossible Filme angeguckt, weil ich mir Moment. Also ich habe mir alle 6 angeguckt, den 6er hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Den 6er habe ich auch, glaube ich, gar nicht geguckt. Eigentlich gar nicht schlecht, die Filme. Alle Indiana Jones Filme habe ich ja schon vorher gesehen. Donnerstag also diesen Donnerstag wollte ich ja eigentlich Indiana Jones, das Rad des Schicksals angucken. Allerdings hat ein Frando, der ging schlecht. Er hat immer Schlechtes gegessen und ja, deshalb. Nee. Was war noch? Na, dann habe ich mir Insidious The Red Door heute angeguckt mit Frando. Wow, der war nicht schlecht. Ich glaube, das war ganz hinten, ja. Vorher natürlich alle Insidious-Filme angeguckt. Insidious heißt heimtückisch. Nochmal zur Info. Da. Ah, scheiße, ich habe was vergessen, ne? Ja. Oh nein, sag bloß, ich habe den... Ah. Jetzt kommt eine Sequenz, glaube ich. Okay, jetzt bin ich in der Sicherheitszone. Sieht von außen bestimmt cool aus, ne? Wir sollen den ja irgendwelche Sachen bringen. Ah, das geht aber noch nicht von hier auf. Hey, das geht auch. Na gut, dann nur hier rum. Oh, mein Ohr juckt. Nicht kratzen, nicht kratzen. Gut, dann sagen wir mal bis gleich. Der Strom ist wieder da, Attila. Und jetzt? Jetzt können wir uns an die Arbeit machen, Mr. Crane. Ich suche in den Relikten der einheimischen Kultur nach Hinweisen auf die Prophezeiung über den Gott der Sonne. Für die Mutter scheint es dabei um Leben und Tod zu gehen. Und ich kann es mir nicht erlauben, nach dem Warum zu fragen. Okay, wir müssen also 3 uralte Monolithe untersuchen. Wir suchen nach auffälligen Merkmalen. Sie müssen also hingehen und sie mir eine nach dem anderen beschreiben. Da ich jetzt wieder Strom habe, können wir in Verbindung bleiben, während Sie da draußen sind. Aber beeilen Sie sich bitte, Mr. Crane. Ich werde nicht ewig leben. Na gut. Das Lied hört sich schön an, ne? So, gucken wir. Ah, eine Notiz. Der Kult der Sonne, des Himmels und des Windes? Windes. Teil 1. Die Vorfahren der Kinder der Sonne waren ein Stamm der Jäger und Sammler und sahen die Naturgewalten als himmlische Kräfte an. Sie beteten größtenteils zur einzigen Konstante, zur einzigen Konstante, die sie während ihrer Reise sahen, zur Sonne. Das Haus ihres Gottes wurde als heilige Erweiterung des Himmels erachtet. Und der Bote des Himmels war der Wind. Boah. Las ich schlüssig. Was war noch? Ich glaube vorgestern. Da ging auf einmal. Da war Strom weg.
Also ich wurde wach, oh, das Bild ist runter. Ich wurde wach, also ich habe nicht durchgemacht und... Hä, wieso hat er ein Bild von denen hier? Verfolgt. Neuer Ort. Okay. Zwei Stunden war das Internet weg, also der Strom weg, weil ein Kabel kaputt gemacht wurde oder Schaden erlitten hat. Na gut. Machen wir jetzt weiter. Das sieht cool aus. Und ich habe das erste Kapitel sozusagen von Layers, ja sozusagen, habe mir das erste Kapitel von Layers of Fear angeguckt. Zwei. Naja, zwei Stunden allerdings. War nicht schlecht. So, was gibt es hier? Spielerversteck. Ich wollte ja gucken mal nach den Waffen, die welche wir noch nicht hatten. Und die Waffen haben wir ja hier schon ausgiebig benutzt, außer den Rasierer. Und ja. Schwere Stein. Stabaxt, was war das nochmal? Ich guck mal kurz. Was war das? Money. Und der Freunde, der. Da wo wir uns der bei hier war, er hat Doom 64 gespielt. Ich habe das natürlich nicht gespielt, weil es am Tag war. Und Doom ist ja ein Horrorspiel, also spiele ich das nicht am Tag. Aber ich wollte mal kurz gucken wegen den. Das sieht ja cool aus. Okay. Hey, wieso gab's da gerade ein Echo auf der Karte? Vielleicht weil ich da näher komme oder sowas. Weiß nicht, mit dem. Die Empfindlichkeit ist ein bisschen vielleicht doch zu hoch. So, gucken wir mal. Ich werde drei Folgen machen. Heute. Weil sonst wird es wieder hell und ich habe keinen Bock auf hell. So. Was für eine Überraschung brauchen wir? Ah, fuck, ich hab gar nicht. Davon war ja auch mal ein Bild. Dann weiß ich Bescheid, was ich da hab. Also Rasierer nicht weg. Schwere Stammaxt nicht weg. Wilder Baseballschläger, den kann ich ja. Fantastische Orientmesser kann ich auch nichts machen, ne? So, für das, was ich vorhatte, bräuchten wir eine Brechstange, aber ich glaube. Brechstange. Schraubschlüssel, kleiner Hammer, kleine Spitzhacke. Gucken wir mal, wenn wir sowas haben. Nee, Schraubenschlüssel.
Brechstange. Okay. Dann brauchen wir noch eine Brechstange. Die wir nicht haben. Na gut, dann nehme ich für das zweite was anderes lieber. Was kann ich da noch nehmen? Spitzhacke. Ah, guck mal. Rollgabeschlüssel. Okay. Flammenstecher. Da brauche ich. Habe ich das nicht schon? Ein langes Messer. Oder ein kurzes. Na gut. Entwürfe. Das Spiel ein bisschen. So. So, was eine Überraschung hat. Gucken wir. Können wir immer noch nicht machen. Seltsam. Und Zahnarztmod? Ja, auch nicht. Seltsam. Hä? Ach so. Ja. Was war das andere nochmal? Was eine Überraschung, ne? Was eine Überraschung, Gott. Da brauchen wir toxische Flechte. Ah, die haben wir leider nicht. Dann auf jeden Fall. Flechte und anderen Scheiß sammeln. Aber vielleicht haben wir was anderes. Flammenstecher. Toxinator natürlich auch nicht, weil wir toxische Pflanzen brauchen, ne? Entlader. Nö. Ah doch. Entlader. Super. Nagler. Natürlich auch nicht. Ja, das war's dann. Tropfende Schneide kann ich natürlich auch nicht machen. Nein. Alles klar, ja, dann machen wir jetzt aber weiter, ne? Weil ich glaube hier. Ah, fantastisches Orientak-Messer. Aber die Brechstange können wir auch nicht benutzen. Oh, das Hackmesser habe ich ja nicht benutzt, ne? Aber war das nochmal? Orientalmesser, so.
Und Totenkopf-Machete? Hm. Wilder Vorschlaghammer. Ja, ich weiß. Schade, dass wir die aber nicht. Okay. Hä? Dann halt nicht herstellen. Mir fällt irgendwas mit Stufe 2 oder so, ne? Oder Stufe 3. Was nehmen wir da denn? Flüchtlergift, da kann ich gar nicht mehr. Hä, wieso wird das dann angezeigt, wenn ich das nicht machen kann? Achso, es wird angezeigt, was ich machen kann, und wenn ich das nicht habe, dann habe ich das nicht, ne? Naja. Alles klar. Haben wir die auch geupgradet? Ah, natürlich nicht. Ah, alles natürlich hier benutzen. Oh nein, ich krieg Müdigkeit. Ach, und seit einiger Zeit tut mein linkes Auge weh, also ich sehe, ich weiß nicht, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Sag's einfach. Also bei Helligkeit tut das Auge natürlich weh, und ihr könnt euch das so vorstellen, wenn, hey, hier kann ich doch auch was machen. Ich am besten weg, die Rollgabelschlüssel. Wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr Brillenträger seid oder Trägerin, ein Träger Mensch, Brillenträger Mensch seid, dann wenn ihr dann Wasser auf den Augen, auf der Brille habt, dann seht ihr so die Umrandung von, oder halt die Lichtstrahlen von einer Laterne, wenn es nachts ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das sehe ich dann auf jeden Fall. Also die Lichtreflexion. Allerdings ohne, dass ich das. Guck mal. Ich kann gar nichts machen, ne? Na gut, wilder Vorschlag haben wir. Weiß ich nicht, dann upgrade ich den einfach. Ja, und seitdem. Autschi. Schauen wir, dass es nicht besser wird, ab zum Augenarzt. Nicht, dass mein linkes Auge nicht weg ist. Irgendwann, das ist dann auch nicht gut. So, hier nochmal gucken, aber ich glaube. Ah! Teil 3. Okay, Teil 3. Dann brauchen wir Teil 2 noch. Frage ist, wo ist das? Teil 2, super. Gibt es hier sonst noch was?
Wie komme ich hier raus? Nö. Im Keller war hier auch nichts. Hey, habe ich das nicht geöffnet? Aha. Hä? Seltsam. Genau, das haben wir ja hier gesehen. Allerdings gibt es hier auch nichts. Gut, dann raus mit uns. Das ist hier ja in der Nähe. Oder? Dann könnte ich direkt eigentlich... Oder wo ist das? In der Nähe. Da. Meinte ich, soll da hin schwimmen? Scheiße. Na, du überlebst. Auch gut, ne? Es regnet wie Sau. Oh nein, sag bloß nicht, der ist. Schade, dass der Leuchtturm nicht funktioniert. Das wäre cool gewesen. Aber das Blaue ist ein GRE-Paket. Oh, das brauchen wir ja nicht unbedingt. Wie viel Zeit ist denn jetzt vergangen? Oh. Ja, hat schon ein bisschen gedauert. Mal gespannt, was das sein soll hier. Weiter hoch. Ich glaube, das ist bestimmt ganz oben, ne? Scheiße. Das meinte ich. Na gut, folgen wir mal die Vegetation.
Uiuiui. Bisschen Tomb Raider-Style. Und Uncharted. Hier hoch. Hm. Was habt ihr so für mich? Gibt's da sonst noch was? Oh. Ich sehe einen Monolithen, Attila. Schreiben Sie ihn bitte. Da ist ein Gemälde. Sieht alt aus. Ameisen marschieren auf einen Kreis zu. Und eine Ameise im Kreis hat einen roten Kopf. Nein, nein, Mr. Crane. Das sind keine Ameisen. Sie sollen Gläubige darstellen, die die Sonne anbeten. Wenn Sie das sagen. Der im Kreis trägt eine spezielle Ritualmaske, vermute ich. Okay, das ist hilfreich. Und jetzt bitte weiter. Na gut. Sonst habe ich nichts auf der Karte markieren lassen, ne? Das ist hier Altar. Aha. Hier bin ich. Dann wäre eigentlich der schnellste Weg hier zum Leuchtturm, ne? Hm. Wo ist der denn nochmal da? Da. Ja. Kann ich hier einfach runterspringen? Machen wir mal. Ui. Oh mein Gott. It's working. Warte mal, der Leuchtturm ist da, ne? Oh Gott. Hey du, ist dir warm? Miau. Schade, dass wir nicht einfach da hochklettern können, ne? Hm. Was ist das? Seht ihr das? Au? Guck mal, bei der letzten... Ah, stimmt, ich habe diese aufgehoben. Hä, wo geht's denn hier lang? Kann ich hier auch zum Leuchtturm? Lesen wir beim Leuchtturm. Kann da nicht drauf? Hä? Ach nee. Ganz schöne Kletterpassagen hier, ne? Ja. Da hier ist das eh.
Oh, die ganzen Rennen haben wir ja erledigt. Alles klar, ich wollte auch noch gucken wegen dem Outfit. War das hier? Oder hier? Sorry. Also, das sind andere, ne? Ninja. Gut. Raus mit uns und hier natürlich Inventar. So. Wo ist denn Teil 1? Achso, da oben. Ne, Moment, die Funktion der Mutter. Von Generation zu Generation lag die spirituelle Leitung der Kinder der Sonne in Händen der Mutter. Der Titel wurde bereits stets von der Mutter zur Tochter vererbt und blieb einer Blutlinie. Meine Recherchen zu folgen war die Mutter in der Zeit der Jäger, des Jägers und Sammlertums eine Art Schamanen. Mit Hilfe einer selbst herbeigerufenen Trance konnte sie den Stamm in neue Jagdgründe führen und jede Familie im Stamm war gewillt, an die Orte aus den Visionen der Mutter umzusiedeln. Ich bin mir nicht sicher, ob der Stamm einen Häuptling oder einen Ältesten hatte, aber möglicherweise spielte das auch gar keine Rolle, da die Mutter ohnehin die tatsächliche Anführerin gewesen war, diejenige, die sämtliche Entwicklung in die Richtung steuerte, die sie für richtig hielt. Na gut. Nachdem sie sich in dieser ländlichen Gegend niedergelassen hatte, begannen die Kinder der Sonne langsam, aber sicher, sich in die Gesellschaft vor Ort einzufügen. Nach einer Weile schwand die Wichtigkeit der Mutter als Schamanin. Sie hatte den Stamm in diese Region geführt, wo er bleiben wollte, was wiederum dazu führte, dass ihre Visionen von nun an unnötig waren. Die kulturelle Identität der Kinder blieb jedoch stark und die Mutter wurde zu einer spirituellen Anführerin in der Art einer Hohepriesterin. Diese Erbittung wurde von den Einheimischen, die von der Ankunft der Kinder bereits da waren, nicht geteilt. Sie sahen ihn vielmehr als eine Hexe oder als Zauberin. In ihr, ja. Teil 3. Im Verlauf der Jahre verblassen die Tradition der Mutter und ihre Visionen immer mehr. Dennoch ist der Respekt gegenüber der Mutter bis heute immens. Und wer auch immer diesen Titel heute trägt, den umgibt immer noch eine Aura des Geheimnisvollen. Als der Ausbruch begann, wurde ihre alte Position als spirituelle Anführerin schlagartig gestärkt. Man wird abwarten müssen, wie politisch diese Führerschaft werden wird. Würde ich auch erwarten. So. Haben wir hier neue. Nö, ich glaube nicht, ne? Cool. Na gut, auf geht's. Meter entfernt, oh Baller. Sorry, wenn ich ein bisschen fahre, als wäre ich besoffen. Bin mir nicht so sicher beim Spielen, das ist nicht gut. Ich
Machen wir erstmal das Weiteste, ne? Und das mit 700 Meter. Haben wir in Friendo auch noch im Broforce wieder gespielt? Meistens, letztes Mal hat er sich das für sich entdeckt. Ich hab ihm das gezeigt. Ich finde das nicht schlecht. Auch nicht. Mal kurz auf der Karte gucken. Ah, wenn ich den Weg hier weiter. Ja. Nein, die Herausforderung möchte ich nicht machen. Oh mein Gott! Oh nein! Ich wollte gerade bremsen. Tja. Vorbei. Und es vibriert. Was ist denn das Auto jetzt? Also. War nicht so weit entfernt. Wow, 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 das war knapp. Moment. Was mach ich denn da? Oh, scheiße. Natürlich geht's nicht. Gucken, wie nah wir dran kommen. Ah, hier ist das. Oh, okay. Natürlich, die Kotztüte. Der nächste. Ach Mann, warum kommt ihr denn jetzt? Kommt her. Ah, zack. Okay. Aber jetzt ist gar keiner mehr da. Na gut. Attila, ich habe einen dieser Monolithe gefunden. Was sehen Sie? Einen riesigen Stein und ein altes Gemälde, eine Sonne über einem Berg, über den im Zickzack eine Straße führt. Sonst noch was? An der Seite steht, Amir liebt Jasmin. Hilft das? Okay, Mr. Crane, dann weiter. Na gut. Hä, wieso kommt ihr denn jetzt auf einmal? Sowas meint ihr mit Altar, ja? Mhm. Ach, zum nächsten. Okay. Ich glaube, mit dem Auge hat sich auch einiges verändert.
Wie das anders war, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. 500 Meter. Ja. Ach, Pat. Wie komme ich denn da am besten hin? Ja, da durch, ne? Ja, dadurch ist gut. Oh, danke. Hallo. Sind ja eine Menge, ne? Tanken, ich ein Nie tanken. Boah, hier sind ganz, ganz schön viele, ne? Hey, kann ich dich benutzen? Ja, komm. So. Leer. Leer. Ist auch so leer wie ich. Yay. Auch leer. Alles okay, Leike? Wie komme ich denn am besten hin? Ah. Da bloß nicht auf die Rennstrecke wieder. Tipptown. Da will ich natürlich hin, ne? Verschwinde, das hier geht dich nichts an. Wow! Wirklich nichts! Ich schwör's! Krass, was ist das? What the fuck? Hilfe! Hilfe! Rasierer. Lass mal gucken, was sie haben, ne? Bitte, ich weiß nichts. Wirklich nichts. Sie haben diesen heiligen Ort gerettet. Die Mutter wird sie dafür segnen. Bla 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 bla. Ja, damit. Nehmen Sie das. Sie brauchen es vielleicht noch. Und haben Sie Geduld, der Gott der Sonne wird bald kommen. Ja, ich auch. Schade, ich kann nicht mein Buggy. Na gut, dann halt nicht. 600 Meter, also da. Ja, kommen wir am besten einmal drum herum, ne? Stopp, stopp, stopp.
Sorry, ihr seid mir im Weg. Der ist hier, ne? Also da oben. Na gut. Was zum? Wow! Okay, schnell hoch. Schnell, schnell, schnell. Das hat ihn ins Wasser geschubst. Ey, wo kommen wir denn jetzt auf einmal her? Oh nein, nein, Medikit! Na gut, dann schaffe ich das? Ich hab ihn umgebracht. Ah, jetzt genug. Okay. Ah. Scheiße, hat nicht geklappt. That was not good. Not good. Hä, was denn jetzt? Attila, hier ist ein Monolith. Und? Er ist unter Wasser, aber ich konnte die Reste eines Gemäldes sehen. Da war ein
Kopf, glaube ich. Könnte es auch eine Maske sein? Ja, vielleicht. Gute Arbeit, Mr. Crane. Das waren alle, Attila. Und jetzt? Ich fürchte, Sie müssen klettern. Gehen Sie zum höchsten Berg, den Sie finden können. Zu einem Ort namens Tempel der Sonne. Boah, klar. Aber eh und... Kann ich mir die ganzen Altare angucken, ob das so wichtig ist. Weil die werden jetzt bestimmt alle hier auf der Karte verzeichnet, ne? Also hier, den haben wir... Ja, ich weiß nicht. Wenn wir uns die angucken sollen... Da ist ein Altar, da ist ein Altar. Vielleicht gibt es noch eine Mission von ihm. Wo so viele Altare gibt es ja hier nicht, ne? Hier oder nicht? Oh nein. Hier rüber. Ja, dann fahren wir halt einmal hoch. Ja, gab es doch einen Weg, 100%. Da, ja. Der wurde fort. Oh. Na gut, ich mache hier einen Schnitt und dann hören. Zu einer neuen Folge von Die Verfolgung der Verwesenden Überreste des Sterbenden Lichts. Das wird dann Folge 137 und Story Folge 6. Tschüss, auf Wiedersehen und au revoir, meine kleinen großen Motherfucker. Euer Solkesper. Bye bye.